Wer sich fragt, wie ist eigentlich der Zustand der westlichen Welt und der westlichen Märkte, der hat heute dafür einen immens guten Anschauungsunterricht bekommen. Nach meiner Auffassung ungemein sprechend, was da heute passiert ist, denn die Energiepreise, sie schossen weiter durch die Decke, Gaspreise, Strompreise, Kohlepreise etc. Und dann war es der im Westen doch so ungeliebte Putin, der gesagt hat, naja, wir werden helfen, diese Energiekrise zu bewältigen, und plumps fielen die Energiepreise, und wenn die Energiepreise fallen, dann sinken die Inflationserwartungen, sinkt die Inflationsfurcht. Wenn die Inflation weniger dramatisch erscheint, weil die Energiepreise wieder zurückgehen, dann können die Notenbanken freier agieren, sind nicht so unter Druck, die Geldpolitik so schnell zurückfahren zu müssen, eventuell sogar Zinsen anheben zu müssen, um diese ausufernde Teuerung zu bekämpfen. Und so konnte Putin heute faktisch die Märkte retten, wenn man so will, denn das sah nicht so gut aus schon, auch vorbörslich. Die US-Futures deutlich im Minus, DAX im Minus, Renditen deutlich nach oben gegangen für die Staatsanleihen. Giftige Mischung der Stagflation also. Und das hat Putin heute gedreht, ein Stück weit. Eigentlich müsste der Westen Putin heute ein Dankesschreiben schicken, müsste die Wall Street auch Putin ein Dankesschreiben schicken, wenn man so will. Das ist schon eine groteske Situation, dass der Westen jetzt einen Diktator, wie man ihn ja nennt, letztendlich dankbar sein muss, dass er ihm vielleicht aus der Patsche hilft. Das sagt doch einiges über unseren Zustand aus. Aber eins nach dem anderen. Und schauen wir uns zunächst mal an Europa im Chaos, so hier ein Titel. Und das sind wirklich immense Preisbewegungen gewesen, dazu gleich mehr. Putin sagt, wir sind bereit, den Gasmarkt zu stabilisieren, sind bereit, die Energiekrise Mitte zu bekämpfen, sind bereit, unsere Liefervereinbarungen sogar überzuerfüllen. Also hier eine sehr nette Ansage aus Sicht der Europäer. Eigentlich hier sehen wir unten mal die Gas Flows into Europe, Malno. Das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern. Da wird ja russisches Gas hingeliefert. Das ist deutlich zurückgegangen, könnte jetzt ein bisschen steigen. Die Energiepreise, wie gesagt, haben sich daraufhin beruhigt. Totally crazy UK Gas Price Future, also der Gaspreis, Erdgaspreis Future für Großbritannien, der ist 39% gestiegen heute, um dann letztendlich 13% im Minus zu liegen. Das sind immenseste Bewegungen, kann man sich überhaupt nicht vorstellen eigentlich. Völlig außer Kontrolle, dieser Markt zeigt eine gewisse Panik. Und dann kam der gute Mann aus Moskau und hat gesagt, beruhigt euch mal, ich liefere Gas. Und plötzlich war wieder Entspannung da, und das hat den US-Futures geholfen, was die Aktien betrifft. Das hat die Renditen wieder ein bisschen runtergebracht. Eins gibt das andere, dazu gleich mehr. Wir sehen jedenfalls, dass die Strompreise etwa in Deutschland über 300 Euro für die Megawattstunde gestiegen waren. Das ist um und bei 550% dessen, was im Durchschnitt zwischen den Jahren 2010 und 2020 der Fall war. 550%, das ist nicht schlecht und würde natürlich für viele Konsumenten bedeuten, boah, die Preise steigen massiv für Heizung, für Strom, für diese essentiellen Dinge. Dementsprechend kann ich weniger konsumieren, kann nicht für andere Dinge so viel Geld ausgeben. Das würde die Wirtschaft dämpfen, und das alles noch obendrauf auf die Situation der Lieferkettenprobleme, der Materialmangelsituation und und. Sie kennen ja diese Zusammenhänge. Und jetzt ist die Frage, ja, die EU will Energie-Independence, Energieunabhängigkeit, ohne Atomkraft, wenn es geht, ohne Kohle, wenn es geht, ohne Erdgas, wenn es geht, gell, und ohne Öl auch noch, und Investitionen in Kupfer und Aluminium sind umweltschädlich, die muss man bestrafen. Das ist dann so ein bisschen das grüne Märchenland, das da angestrebt wird. Das wird bestimmt funktionieren. Jetzt schauen wir uns mal die Gazprom Gas Storage in Germany an, also das, was Gazprom, der maßgebliche russische Konzern hier in Deutschland, derzeit vorrätig hat, nicht so richtig viel, deutlich unter dem Schnitt der letzten Jahre oder der Jahre zwischen 2016 und 2020. Also da ist eine gewisse Panik erkennbar gewesen, und jetzt kommt so dieser Traum, wir werden das alles so ganz wunderbar mit Wind und Sonne schon herrichten. Das wäre ja schön, wenn es ginge. Ich wäre absolut dafür, wenngleich es halt leider unrealistisch ist. Man müsste ja jeden Kilometer ein Windkraftwerk bauen, damit zum Beispiel Deutschland einigermaßen durch Windkraftenergie versorgt werden könnte, ohne jetzt die anderen Energieträger. Sonne spielt hier nicht so die große Rolle. Mithin wären wir dann vollgepflastert mit Windkraft.
Anlagen. Ob das so toll ist, ist auch die Frage. Jedenfalls scheint jetzt hier wirklich eine Art Lackmustest für diese grüne Ideologie zu kommen. Das ist der erste, wie Andreas Steno Larsen, ein Däne übrigens, ist der erste Test der grünen Agenda. Wie wird jetzt der Durchschnittshaushalt reagieren, wenn er plötzlich mit diesen massiven Energiepreissteigerungen konfrontiert sein wird? So muss es heißen, später am Abend, meine Damen und Herren, Konzentration lässt nach. Jedenfalls ist dann eben die Frage, ja, wird dann vielleicht so ein bisschen Wut aufkommen? Mensch, ihr Eliten, ihr Bürger, grünes Bürgertum, ihr sitzt da in Eimsbüttel und in München Haidhausen und euch geht's gut, ihr seid Beamte, ihr seid im öffentlichen Dienst, ihr seid Gutverdiener, das sind ja die durchschnittlichen Grünen. Etwa jeder dritte Beamte wählt die Grünen, mit Abstand die stärkste Partei. Nicht nur, aber es ist eben doch ein Publikum, das die Grünen wählt, das es sich in der Regel irgendwie auch leisten kann, während die Kassiererin im Supermarkt sagt, naja, ich kann mich euch leider nicht leisten und eure Vorschläge. Dementsprechend sehen wir, dass die Energiepreise in Europa wie auch in China die höchsten weltweit sind, während das in den USA noch deutlich niedriger ist. Wie kannst du es wagen, Greta Thunberg? Ja, jetzt ist Greta Thunberg ja auch schon in Deutschland böse auf die Schnauze gefallen, auf Deutsch gesagt, mit ihrem Vorschlag, naja, Atomkraft ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, weil die CO2-Belastung damit nicht wirklich so steigen würde. Jedenfalls sehen wir, dass auch das Klimapaket der EU natürlich ein Stück weit beiträgt zu diesem Schock. Ich hatte ja gesagt, dass zum Beispiel die EZB derzeit einen Klimastresstest bei Banken macht und sagt, ja, wenn du zum Beispiel eine Aluminiumhütte hier förderst mit Krediten, dann ist das schlecht, gell, weil das ist CO2-negativ. Das geht dann in die CO2-Bilanz einer Bank. Ja, jede Bank, jede größere Bank hat dann eine CO2-Bilanz und je schlechter die ist, umso mehr Eigenkapital muss sie für diese CO2-intensiven Kredite eben geben. Und das ist natürlich eine Steuerung, die kann man politisch wollen, aber jetzt ist man eben in der Situation, dass plötzlich eine Panik ausbricht, weil man sozusagen auf eine Realität trifft, bei der die eigene Ideologie nicht so richtig dazu passt. Also ist jetzt die Frage, was macht man? Muss die Realität an die Ideologie angepasst werden oder die Ideologie an die Realität? Ich wäre für Letzteres. Aber wie ich die Herrschaften kenne, wird Ersteres passieren, sei es drum. Schauen wir uns mal weiter an, wie jetzt zum Beispiel diese Gasvorräte in Europa derzeit aufgestellt sind. Wir haben jetzt etwa eine Füllung von 76% durchschnittlich verbraucht, werden im Winter dann 57% dieser Vorräte aufgebraucht. Da wäre also noch ein Puffer, aber 2013, 2014 waren es 71%. Und jetzt mal gesetzt den Fall, wir würden einen sehr, sehr harten Winter bekommen, dann könnte es schon knapp werden. Mario Draghi, den wir ja noch aus anderen Zusammenhängen kennen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Mann früher war, hat gesagt, wir diskutieren mit der EU-Kommission, dass wir sozusagen als EU eben einheitlich auftreten, um Gas zu kaufen, weil wir dann viel mehr Power haben, gell, das haben wir alle zusammen. In UK übrigens hat die ICE jetzt den Handel mit Erdgas beschränkt, hat sozusagen versucht, hier die Dinge unter Kontrolle zu bringen, aber dann kam der Wladimir Putin und hat gesagt, also wir sind da praktisch hilfreich und dann war das Problem etwas weniger groß. Schauen wir uns mal die Preise an für Commodities über das letzte Jahr. Crude 100% gestiegen, Natural Gas 141%, Heating Oil 120%, Brent Crude 100%, Gasoline, Benzin also 93%, also deutlich stärker etwa als andere Rohstoffe. Da geht es also ziemlich ab. Und warum ist all das wichtig mit diesen Energiepreisen, mit dieser Energiekrise? Weil eben, ich sagte es anfangs schon, natürlich damit die Inflationserwartungen steigen. Und hier sehen wir bei den 10-jährigen Break-Evens aus den USA, die also diese Inflationserwartung bepreisen, sehen wir plumps, dann ging es plötzlich nach unten, da wo es plumps macht, da war Putin. Also Putin an der Wall Street, hey Putin, that's a great deal you've done, thank you very much, kann man da nur sagen, wenn man an der Wall Street ist. Und das große Problem, das sehen Sie unten in diesem Chart, wir sehen, dass die Inflationserwartungen nach oben gehen und die Wirtschaft nach unten, sehen wir hier das Atlanta GDP Forecast Now, also praktisch ein Realtime-Ticker, wenn man so will, für die Wirtschaftsentwicklung. Wirtschaft kühlt ab, Inflation geht nach oben. Diese unschöne Kombination und diese unschöne Kombination, die wird genannt Stagflation. Und da hat zum Beispiel hier Bridgewater in Gestalt von Greg Jensen gewarnt. Ja, das Problem ist Stagflation und die Portfolios
der institutionellen Investoren, die sind darauf nicht vorbereitet. So ist keiner positioniert, dass er das überleben würde, wenn dieses Szenario kommt. Und jetzt hat Bill Dudley, ehemaliger Chef der New York Fed, gesagt, also diese extreme Dovishness der Fed, die sorgt dafür, dass die möglicherweise viel zu spät dann reagieren, weil sie noch in diesen alten Denkmustern verhakt sind. Und ja, das kann man ja durchaus sagen, es hat sehr lange gebraucht, bis sich das Wording, bis sich so bei Jerome Powell etwa die Aussagen so ein bisschen geändert haben von Transitory geht bald vorbei, ja, noch ein bisschen Transitory länger, bis, naja, keine Ahnung, was passiert, das ist schon ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat. Heute, by the way, hatten wir die ADP-Arbeitsmarktdaten, die besser waren als erwartet, wahrscheinlich, wie Goldman Sachs sagt, weil jetzt eben die Unemployment Benefits ausgelaufen sind, also diese Versorgungssysteme, die den Leuten Geld geben, auch wenn sie nicht arbeiten. Deswegen erwartet Goldman Sachs über 600.000 Stellen am kommenden Freitag. Das wird ja sehr wichtig, weil die Fed ja gesagt hat, okay, wenn jetzt, oder der Paul Jerome gesagt hat, also wenn jetzt die Arbeitsmarktdaten nicht so schlecht sind, dann werden wir im November tapern. Gucken wir jetzt mal auf China. Hier sehen wir etwa unten in dem Chart die Coal Inventory in China, also die Kohlevorräte, extrem niedrig. Also auch China hat ein Riesenproblem. China ist ja sehr abhängig auch von Kohle. Jetzt ist man sogar bereit, wieder australische Kohle zu kaufen. Die wollte man ja total schneiden, die Herrschaften, nachdem die nicht so mitspielen, wie man eigentlich will und auch in Sachen Hongkong ein bisschen stark protestiert haben. Hier nochmal oben ein Blick auf die Leistbarkeit von Immobilien in verschiedenen Städten weltweit. Ganz unten San Francisco, ziemlich easy, und das ist ja ein ganz billiges Pflaster, wie wir wissen, ähnlich wie New York, aber im Vergleich zu Hongkong, Shenzhen, Beijing, Shanghai und Guangzhou ist das ein Witz. Wir sehen also, wie überteuert dieser Immobilienmarkt ist in China. Evergrande ist jetzt heute ein bisschen Ruhe gewesen. Am Freitag kommen ja die Chinesen wieder in den Handel. Aber es ist keine Ruhe in Sachen Taiwan. Wir sehen hier Hu Xixin, der gesagt hat, in Bezug auf einen Wall Street Journal Artikel, dass praktisch die chinesische Armee spätestens bis 2025 Taiwan sozusagen erobern will, heimholen will. Warum 2025, fragt er, könnten wir jetzt jederzeit schon machen, mit einem Strich hätten wir das erledigt, aber das tun wir noch nicht. Wir fürchten aber, dass unser Goodwill, also unsere Großzügigkeit dann, die Taiwanesen ein bisschen übermütig werden lässt und dadurch der Krieg eben doch ganz schnell getriggert wird, dass es einen Krieg geben wird, dass Taiwan erobert werden soll. Das scheint hier überhaupt nicht mehr in Frage zu stehen seitens der chinesischen Autoritäten. Jedenfalls sehen wir, dass Außenminister Blinken, der Amerikaner, der US-Außenminister, gesagt hat, ja, diese Aktionen gegenüber Taiwan, die seien provokativ und destabilisierend und so weiter. Also das ist schon ein heißes Ding, was da kommt, wann auch immer es kommt, aber es wird kommen, so viel scheint klar. Nur mal ein kurzer Blick nach Deutschland. Hier sehen wir die einbrechenden Aufträge, Industrieaufträge, ja, 7,7% eingebrochen, vor allem eben Autoindustrie, Chipmangel. Da zeigen sich eben die Dinge, wie da hier Wachstum praktisch gekillt wird, was ich eben sagte, Wirtschaft kühlt sich ab, Inflation geht nach oben. Das ist genau das Dilemma. Und darüber werden wir sprechen morgen mit Rüdiger Born, 18.30 Uhr, meine Damen und Herren. Ich packe unter das Video den Live-Link unbedingt, denn da machen wir eine Art Brücke zwischen Charttechnik auf der einen Seite und eben diesen fundamentalen Zusammenhängen. Wohin gehen die Energiemärkte? Wohin geht der DAX? Wohin gehen die US-Indizes? Wohin gehen die asiatischen Märkte? Was sagen die chinesischen Indizes? Und das in der Kombination mit jemand wie Rüdiger Born, der ja immer in Asien gelebt hat in den letzten Jahren, in Tokio, sich sehr gut dort auskennt, auch mit China, oder auch über China sicherlich sehr viel Interessantes zu erzählen hat. Also das wird ein echtes Highlight für mich sowieso, weil ich den Rüdiger schon jahrelang kenne und extrem schätze. Und der zweite Hinweis, den ich Ihnen geben will, Inflation in Deutschland, wo ist das Top? Wie wird es mit der Inflation weitergehen? Da hat mein Kollege Wolfgang Müller sehr Interessantes geschrieben und das mal in größere Zusammenhänge eingeordnet. Auch das unter dem Video. Also zwei Dinge, der Live-Link, den speichern Sie sich im Browser für morgen. Und den Artikel, den lesen Sie jetzt. Das war ein bisschen imperativisch, aber ich meine es ja einfach nur gut mit Ihnen. Gell, so wie überhaupt, ja, die Grünen ist mit uns allen sehr gut, meinen. Das ist ja völlig klar, meine Damen und Herren. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Morgen Videoausblick. Dann versuche ich ein Marktgeflüster noch zu machen vor dem Format Bumm und Bass, das ja morgen 18.30 Uhr kommt. Am Freitag sind Sie mich dann los. Dann haben Sie eine Überdosis von mir, weil ich morgen dann ja dreimal erscheinen werde per Video. Dann brauchen Sie eine Auszeit, die gebe ich Ihnen. Dann wird der Freitag weder Videoausblick noch Marktgeflüster stattfinden. Freuen Sie sich schon mal darauf. Ich sage jetzt Servus und Ciao.